Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Underwater Tackle Tutorial. Thema dieses Tutorials ist die kleine Hakenkunde, habe ich es mal genannt. Und zwar geht es hier darum, welchen Haken, in dem Falle Offset-Haken, benutze ich für welchen Köder. Hier habe ich mich für zwei Arten des Offset-Hakens entschieden. Einmal haben wir hier einen Offset Wormhook EWG. EWG ist ganz wichtig, denn das bedeutet in dem Falle Extra Wide Gap Haken, der Größe 2.0. Und hier haben wir einen Straight Shank Haken. Man sieht ganz klar den Unterschied. Dieser Haken hat kein Wide Gap, sondern ist ziemlich gerade in der Rundung, sage ich mal, wenn man das hier im Vergleich sieht. Hier ist viel mehr Platz unten. Und hier geht es einfach gerade bis hin zur Wölbung. Und man sieht hier auch gleich den Unterschied in der Größe der beiden Köder. Also der Köder ist zwar schon schlank, aber trotzdem noch dicker und, sag ich mal, voluminöser als dieser simple Wurmköder, dieser Finesse-Köder. Der Wurmköder ist ja wie ein Wurm, der ist extrem dünn. Und das ist genau auch der Punkt, wo man sich für einen bestimmten Köder entscheiden sollte. Und zwar abhängig von der Größe und des Volumens des Köders. Je dünner der Köder in dem Falle, wie zum Beispiel ein Wurm, desto schmaler meines Erachtens nach sollte man auch den Haken wählen. Denn den Vorteil dieses Bogens hat auch dieser Straight Shank bei dem Wurmköder. Er hat auch hier einen wunderbaren Bogen, der dann über den Grund hüpft, je nachdem wie man ihn führt. Und jedoch ist der Bogen nicht zu groß und passt eigentlich perfekt auf so einen wurmigen Köder. Der Extra Wide Gap Haken passt wiederum optimal auf so einen etwas breiteren, dickeren Köder. Ja? Im Vergleich haben sie dann beide ungefähr einen ähnlichen Abstand hier von Köder zu Schenkel, sieht man hier. Deshalb, bei dünneren Ködern würde ich empfehlen, einen entsprechend schlankeren Haken zu nehmen. Und bei voluminöseren Ködern dann entsprechend einen weiteren Haken zu nehmen mit einer größeren Gap. So passt sich der Haken auch quasi dem Köder an. Das war's auch schon wieder. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt dem Video doch gerne ein Thumbs up, einen Daumen hoch und lasst ein Abo da, wenn ihr nicht schon abonniert habt. Viele Grüße und bis bald, euer Underwater Tackle Team.